Es ist heute ziemlich bewölkt. Zwischendurch kommt immer mal wieder die Sonne raus. Wir haben so um die 21 Grad. Super Temperaturen zum Laufen eigentlich. Aber später soll es noch relativ schwere Unwetter geben. Bin ich mal gespannt, was passiert. Aber bis dahin werde ich wahrscheinlich mit der Tour durch sein. Wem die 9 Kilometer hier zu kurz sind, wer extra eine längere Anreise hat, die eine Tagestour plant, kann ich empfehlen, direkt im Nachbarort Herschwiesen gibt es die Traumschleife Hasenkammer. Die hat 10,4 Kilometer und das könnte man ja dann verbinden. Und nach etwas mehr als 1,5 Kilometern kann die Abenteuerklettertour hier beginnen. Wer auf schmale Wandertrails steht, der wird diese Tour hier lieben. Das verspreche ich euch. Weil die Hälfte der Tour besteht praktisch nur aus solchen Trails hier. Hier gibt es dann die nächste Aussichtsbank. Ja, und ihr seht den Weg auf der anderen Seite. Da geht es gleich am Felsen entlang für mich nach oben. Ich freue mich schon. Ja, bis jetzt habe ich Glück gehabt. Mir sind noch nicht viele Wanderer entgegengekommen. Bei so einem Wetter und am Sonntag auf der Erbachklamm ist das schon was Seltenes auf jeden Fall. Und die Ruhe hier, abseits der Straße. Richtig, richtig cool. Jetzt laufe ich gerade diesen Felsengrat entlang, den ich euch eben gezeigt habe. Schön bergauf. Da vorne habe ich eben gestanden. Ja, bei den Temperaturen 22 Grad ist das hier auch schon relativ anstrengend. Nichtsdestotrotz eine wunderschöne Wandertour. Ein wunderschöner Wanderrundweg das hier. Hier gibt es die nächste Bank zum Ausruhen und die nächste schöne Aussicht, Leute. Eine halbwegs gut erhaltene Burgruine gibt es auf dem Weg übrigens auch noch. Mal sehen, ob ich da nachher auch noch hochkraxeln werde. Ich habe hier schon mal ein Video veröffentlicht von der Erbachklamm, schon Jahre her. Da bin ich aber in die andere Richtung gelaufen. Hier sind wir jetzt übrigens auf der Teufelskanzel. Ja, und es raschelt schon wieder im Gebüsch. Wirklich Dutzende von Eidechsen gibt es hier. Ja, und hier dann nochmal der Blick auf das, was von der Burgruine übrig ist. Ein richtig großes Exemplar, das hier. Die Burgruine werden wir gleich noch etwas ausführlicher betrachten können. Da gibt es noch zwei Aussichtsplätze mit direktem Blick auf die Ruine. Hoffentlich sind da nicht so viele Menschen. Ja, hier kommt jetzt die erste von den zwei Aussichten, die ich eben erwähnt hatte. Mit schönem Blick auf die Burgruine. Ach ja, und noch eins möchte ich euch mitteilen. Wenn ihr die Strecke auch in diese Richtung lauft, so wie ich heute, dann habt ihr auch nicht so viele starke Aufstiege zu bewältigen. Der Abstieg, der nämlich jetzt gleich kommt, der ist absolut krass.
So, und hier kommt jetzt diese krasse Abstiegspassage, die man, wenn man in die richtige Richtung läuft, nach oben bewältigen muss. Und das ist nicht ohne, Leute. Ich sag's euch. Ich hab das schon zwei oder dreimal gemacht. Leute, ich kann mein Glück kaum fassen. Fast jeder Aussichtsplatz hier ist frei. Das gibt's ja gar nicht. Das an einem Sonntag. Ja, hier dann der Blick auf das Schloss Schöneck. Ich meine, ihr könnt mit der GoPro nicht so viel erkennen. Trotzdem, wunderschöner Ausblick das hier. Ja, hier an dieser Stelle wurden sogar Stahlseile angebracht. Sind für mich eigentlich nicht notwendig. Und dann geht es hier relativ entspannt die Treppen hinab. Ja, man hört den Erbach schon rauschen. Wunderschön. Jetzt sind wir gleich unten im Erbachtal angekommen. Nach 3,7 Kilometern ist man dann endlich unten im wunderschönen Tal angekommen. Ja, und da muss man dann, wenn man aus der anderen Richtung kommt, hoch. Also es ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Ja, hier kommen dann immer mal wieder so ein paar Passagen, wo es dann hier so ein Geländer gibt. Oder auch mal zwischendurch ein Stahlseil gespannt ist, so hier. Aber das ist nur halb so wild, würde ich sagen. Selbst für Nichtgeübte sollte das kein Problem darstellen. So, hier geht es jetzt für mich weiter. Aber ich glaube, hier geht es hoch zur Burgruine. Ich glaube, die werde ich euch auch noch zeigen. Da ist jetzt auf jeden Fall auch noch Zeit für. So, da habe ich mich jetzt hochgequält. Jetzt habe ich hier vor mir zu meiner Linken die Burgruine. Die in etwa, ich laufe übrigens gerade durch den Burggraben, die in etwa auf der Hälfte der Traumschleife Erbachklamm liegt. Ja, dann schauen wir sie uns mal an. So, super besonders ist die Burgruine an sich nicht, aber auf jeden Fall mal eine schöne kleine Abwechslung für zwischendurch. Oh, da geht's sogar richtig tief rein. Alles schon sehr zugewachsen hier. Aber so sieht es dann im Innern der Ruine aus. Ja, frag mich noch mal, wie das Ding hier heißt. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan im Moment. Da müsste ich mal mein schlaues Handy rausholen, bei Wikipedia mal schauen. Aber habe ich jetzt auch keine Lust zu. Burgruine ist Burgruine. Und die hier ist wirklich nicht schlecht. Mit eigener Feuerstelle. Okay, Leute. Ich habe es gefunden. Das hier ist die Rauschenburg. Mit Chronik sogar. Kann man sich ins Büchlein eintragen. Ja, dann mache ich das doch mal gerade. Ja, und auch die Rauschenburg selbst hat innerhalb der Mauern auch noch so einen kleinen Burggraben. Also es geht hier mal bestimmt 1,50, 1,80 in die Tiefe.
Und ich würde sagen, das sind mega, mega viele Mücken oder Wespen. Auf jeden Fall, ich kann es von hier nicht so genau erkennen, auf jeden Fall sind sie friedlich. Ne, es sind Wespen. Ja, dann mache ich mich lieber mal vom Acker hier. Ja, und hier an diesem Wasserfall, das müsst ihr euch merken, da geht es dann auch hier diesen Weg hoch zur Burgruine. Es gibt nämlich keinerlei Schild oder Hinweis auf die Burgruine. Das müsst ihr euch dann am besten alles selbst suchen. So, hier nochmal der Blick von oben, den ganzen Leuten. Und gleich geht's weiter. Und hier folgt ein Highlight aufs nächste. Erstmal diese Brücke. Und dann noch dieser schöne Wasserfall hier. Fantastisch hier. Unten im Erbachtal. Und das da ist übrigens keine Höhle, falls ihr das denkt. Das ist einfach nur so ein Loch, das maximal 2 Meter reingeht oder so. Das kann man von hier aus erkennen. So, weiter geht's. Hier an dieser Brücke ist dann das Abenteuer mehr oder weniger zu Ende. Es geht jetzt zwar noch ein bisschen hier rechts am Hang entlang, aber das Schönste haben wir jetzt hinter uns, Leute. Leider. Hier gibt es auch ein Gasthaus, wo man was essen oder trinken kann, wenn man zwischendurch Lust drauf bekommt. Der Nachteil, wenn ihr die Tour so rumlauft wie ich, es gibt auf den letzten 2,5 Kilometern nicht mehr wirklich viele Highlights. Ein paar schöne Aussichten, wie die Bolzelei zum Beispiel, gibt es noch. Aber das war es dann auch. Und so ist die Aussicht von der Bolzelei aus. Ah, es gibt ein paar dunkle Wolken. Die haben mir heute Morgen gesagt, dass es heute Nachmittag Unwetter mit sogar Tornadowarnung geben soll. Da bin ich aber mal schwer gespannt. Da kommen dunkle Gewitterwolken auf uns zu. Auf der anderen Seite sieht es noch etwas freundlicher aus hier. Aber so langsam wird das was. Ich sollte mich beeilen.